Ja, das war's. Jetzt ist fertig mit Sonne. Es ist auch wieder ein bisschen milder jetzt geworden. Es ist nicht mehr so warm. Und ich denke, es wird gleich das Wetter sich umstellen da. So wie wir sie kennen bei uns in Basel und überall. Sie fliegen und am nächsten Tag ist ein scheiß Wetter. Jetzt habe ich seit dem Mittwoch habe ich eigentlich außer gestern ein paar Flieger gesehen, also etwa zwei oder drei, die gespritzt haben. Und tschüss, ist es eigentlich bis jetzt gut gewesen. Und jetzt heute legen sie voll los, das volle Programm. Und sogar ein bisschen Regenbogen in der Sonne dort, in den Wolken. Es ist ja alles normal, es ist ja alles normal. Das ergibt sich so. Jawohl. Alles normal ist das. Der ganze Teppich ist normal. Sagen sie uns im Fernsehen. In den Fernsehen. Die Massenmedien. RTL, Pro7, Sat.1, Schweizer Fernsehen. Alles Lügner, alles zusammen Lügner. Es alles der gleichliche Shit ist, der gleichliche verdammte Scheiß. Egal wer es wo gemacht hat, es ist alles nur noch die Leute verblöden. Da kommt wieder so ein On-Off ein bisschen. Dann verfolgen wir jetzt ein bisschen da. Also wie ihr seht, der Streifen da, hier, da, Moment, so hier. Der Streifen da. Das ist ein Chemtrail. Ein bisschen aufhört dort. Hier seht ihr es. Da ist das Ende. Und jetzt zieht er ihn wieder durch. Wenn er da aus der Wolke kommt, hat er das falsche Programm angelassen. Volle Programm. Was sie auch immer machen, ich weiß es auch nicht. Also wenn ich mal so einen Piloten die Finger bekomme, ich erschieße ihn. Ich stiche ihm ein Messer in den Ranzen, weil Drecksau echt. Entschuldigung für die Ausdrücke, natürlich mache ich das nicht, aber am liebsten würde ich das machen. Und jetzt schaut ihr mal. Ein Streifen, ja, nein. Ist zwar nicht so intensiv, aber auch da komisch wieder. Jetzt stellt er wieder ab. Seht ihr? Meine Liebe, hat wieder abgestellt. Und dort macht er wieder ein bisschen Leerflug, wenn man es überhaupt noch sieht. Also es ist ganz krass. Ganz krasse Aktionen, die momentan stattfindet. Ich kann nur noch den Kopf schütteln und einfach. Ich weiß es auch nicht. Aber normal ist das nicht mehr. Schau mal die ganze Suppe an. Schau die Suppe an da hinten. Eine Suppe. Eine Suppe. One World Government is coming. Und alle, die noch schlafen, wachen langsam auf. Es ist Zeit zum Wachwerden. Es ist Sonntagmorgen. Kurz nach der 9. Und der Himmel sieht so aus. Wake up, people, wake up. Es ist time. Es kann immer länger so geduldet werden. Wir müssen etwas machen auf diesem Planeten. Denn hier, wie ihr seht, es ist wirklich wie ein Paradies hier. Schön abgelegen. Ein bisschen umgeben von ein bisschen Hühner, ein bisschen Schaf und tschüss. Wirklich. Free von jedem Konsum hier oben. Ist ja gut so. Ja, das ist es. Ich könnte den ganzen Tag stehen und filmen.
Aber irgendwann habe ich langsam keinen Bock mehr, weil es ist immer der gleiche Scheiß. Ständig fliegen irgendwelche Flugzeuge über den Grind oder die einfach vergiftet. Wie man das früher gemacht hat. Im zweiten. Und jetzt mache ich es mit uns. Aber eben, sind ja alles die gleichen. Die Handschrift ist immer die gleiche. Egal ob 1933 oder 2010. Die Handschrift ist immer die gleiche. Gezeichnet Rothschild. Banksters. Und die ganze verfickte Mafia, die dahinter steckt. Also nicht die Mafia von Sizilien. Die ist harmlos. Sondern die Weltmafia. Joe Ackerman, Vassella, George Bush, Obama, Kissinger, Rockefeller. Das ist die Mafia. Das ganze Königshaus von England gehört auch dazu. Weil sie haben dieselbe Blutlinie mit der ganzen Welt. Sind alle verwandt. Alle. Tutti. Also die reinste Inzuchtbande ist das. Sie ficken sich selber in den Arsch, die Hurensöhne. Entschuldigung für den Ausdruck für die kleinen Kinder, macht man eigentlich nicht, aber ich habe langsam die Schnauze voll von dem Dreck. Denn wir leben auf diesem Planeten und wir werden einfach vergiftet. Das ist eine Message für alle, die das Video nachher später mal anschauen. Wacht auf, macht etwas. Schreibt eure Regierungen an, egal was, macht etwas. Denn das ist nicht normal. Ich habe es selber gesehen hier oben, das ist alles nicht normal. Seit heute Morgen früh, vor ich wach geworden bin, wahrscheinlich sind schon die Ersten über das Dächli geflogen und haben angefangen zu spritzen. Und dann kommt der Nächste. Schön weitermachen, schön weitermachen. Keiner merkt etwas. Das ist alles normal. Alles normal. Und da im Fernsehen hat gesagt, das ist normal, das sind Abgase vom Flugzeug, was sich in der Höhe von der Kälte kristallisiert. Was immer bla 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 da sagt, das ist eine Lüge. Eine grosse Lüge. Seht ihr dort? Wenn das Abgase wären, dann würde der Streifen bis hinten gehen und nicht einfach da anfangen und dort fertig. Oder? Und alle die gleiche Linie. He? Seht ihr das? Sie kommen alle auf der gleichen Strecke. Alle zusammen. Traurig, aber wahr. Da seht ihr den Streifen, wie er kommt und wo er hingeht. Am liebsten würde ich auch, wie alle anderen auch, den Kopf ins Sand stecken und denken, ja, lass mich sein. Aber nein. Ich mache die Videos, damit ich noch ein paar Leute aufwecken kann. Könnt ihr informieren, was das nicht normal ist. Es ist also eine Message an alle Leute, die die Schnauze voll haben, dem Scheiß. Also normal ist das einfach nicht. Und dort drinnen auch wieder, sind schön am Stricheln, schön auf die Linie. Zack. Da ist der Leiter. Der geht ganz durch. Und dort auch. Sie müssen ja verbunden sein, damit man die Harpanlage auch benutzen kann. Wir haben also da schöne Leiterungen. Und da seht ihr, da gibt es sogar noch einen Streifen drin. So wie ein Schatten im Himmel. Das ist alles nicht normal.
So, ich wünsche einen schönen Sonntag.